Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu World of Warcraft und ich bin hier heute in Meshagon. Ich habe hier ein paar Tagesquests offen und danach gehen wir auch nach Nasjatar, werden dort noch ein paar Quests machen. Hier sind dann auch noch richtige Quests im Rostbolzen, also ein bisschen was haben wir zu tun, auch hier ein paar seltene Gegner in Meshagon zu erledigen, damit wir ja Meshagon-Tüfteleien, Handwerksmaterial bekommen. Und in der Zeit, wo ich hier in Meshagon jetzt etwas abarbeiten werde, habe ich mich in den Schlachtzug-Browser eingetragen, weil ich muss noch Königin Azara besiegen. Und dafür muss ich hier in den Kreis der Sterne hinein, aber ich habe noch nicht die Tiefen der Ergebenen erledigt. Darum möchte ich erst nochmal hier diese Errungenschaft, das ist dann der zweite Flügel vom Schlachtzug-Browser-Raid, und danach der Kreis der Sterne. Also wir hoffen jetzt heute auf diesen Raid. Ob das was wird oder nicht, das werden wir sehen. In der Zeit mache ich auf jeden Fall hier ein bisschen was an Arbeit in Meshagon. Und in Meshagon gibt es halt ganz komische Teile, die man bauen kann. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, was ich da meine. Es sind nämlich Ersatzteile, die man hier kriegt und noch andere Teile. Damit kann man dann sich neue Items bauen im Rostbolzen. Und darum sind Ersatzteile also ziemlich wichtig. Und dann haben wir hier zum Beispiel dieses Rechengerät in Taschenform. Da seht ihr das. Das kann man sockeln mit Lochkarten und dann wird das besser. Je nachdem, was man natürlich für Lochkarten findet. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Und dann haben wir auch noch hier das Herz von Azeroth. Auch hier können wir jetzt eine neue Essenz einbauen und dafür müssen wir hier im Moment, wo ist es? Da, Rostbolzenwiderstand auf freundlich bekommen, also auch hier den Ruf hoch bekommen, dann können wir hier Reinigungsprotokoll kaufen. Ja, dieses Reinigungsprotokoll, das wäre dann das Passive, was wir hier kriegen würden. Mutter hat euer Herz von Azeroth um ein Reinigungsprotokoll erweitert, durch das eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten euer Ziel mit Azerith-Energie überziehen können, die jedem Gegner innerhalb von 8 Metern Feuerschaden zufügt. Reinigungsprotokoll fügt Entartungen 50% mehr Schaden zu. Also, hier das können wir einsetzen, wenn wir hier jetzt freundlich werden und dann natürlich das Ganze kaufen. Wir müssen beim Rufhändler dann das Ganze einkaufen. Freundlich brauchen wir Rostbolzen. Gucken wir mal. Der ist im Moment auf freundlich. Heißt, jetzt brauchen wir nur noch die richtigen Items. 65 ist das Herz, also es kann eigentlich losgehen. Wir können diese Fähigkeit jetzt eigentlich einbauen. Aber erstmal machen wir hier noch ein paar Tagesquests. Und wenn wir damit fertig sind mit den Tagesquests, dann hoffe ich mal, dass der Raid langsam losgeht. Wenn der Raid dann erledigt ist, dann würde ich dann auch noch nach Nasjatar gehen und dort Mana-Perlen einsammeln, weil die brauchen wir auch, um unsere betische Rüstung hochzustufen. Weil im Endeffekt brauchen wir die Gegenstandsstufe 410. Ich bin also 3 Stufen davor, vor dem letzten Raid. Mit 410 können wir den letzten Raid von Battle for Azeroth machen. Also gegen Enzoth oder diesen Gott oder was das da ist. Den Chef von Azara. Ja, also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Bis ich die ganzen Raids sehe. Aber ich bleib am Ball, ne? Also 4 Heiler sind schon da. 18 Damage-Dealer auch. Es fehlen noch 2 Tanks und ein Heiler. Dann geht's im Raid los. Drückt mir die Daumen. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Und hallo an Osgiliad666, schön, dass du eingeschaltet hast, das ist ja toll. Wenn du Fragen hast zu WoW, zu mir, zu meinem Kanal, einfach gerne in den Chat damit.
Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich denn hier angle. Ich soll da irgendwas angeln da oben am Wasser. Jetzt die Frage, wie komme ich da hoch? Ich habe auf jeden Fall eine tolle Angel seit neuestem. Die muss ich natürlich auch erstmal hier in dem ganzen Gewusel finden. Das hier sind auch dann so schon Mechagon-Items. Da ist sie. So, zack. Gucken wir mal, ob wir das Zeug hier angeln, was wir da angeln sollen. Roddi-Schlucker und Glubschaugen-Roddi. Das soll ich hier fangen. Als Quest. Oh, so geht mein Angeln dann auch hoch. Kultiras Angeln auf 40 erhöht. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Das Ganze mache ich wegen dem Ersatzteil, ne? Diese 40 Ersatzteile. Für viele Sachen, die man craften muss, braucht man 250 Ersatzteile. Und ich habe gerade 62. Ne, da ist 40 also eine wirklich gute Summe, um Ersatzteile zu bekommen. Ansonsten auch von Gegnern killen, von Quests erledigen. Also man bekommt Ersatzteile schon von vielen Sachen. Aber halt, ja, das ist echt teuer, diese ganzen Sachen zu bauen. Und aus diesem Wachsfisch hier kann ich, glaube ich, auch Ersatzteile bekommen. Ja, genau, da kamen jetzt auch wieder ein paar Ersatzteile raus. Was hiermit ist, teleportiert euch zum nächsten Fischschwarm. Okay. Gut, hier unten kann ich wohl nichts bekommen, was ich brauche. Ich bin noch ein bisschen erkältet, falls ich mich ein bisschen heiser anhöre oder so. Dann liegt das daran, dass ich jetzt auch eine Erkältung abbekommen habe von den ganzen Kollegen. Alle waren so krank die letzten paar Tage und jetzt bin ich auch so weit. Was soll man machen? Da muss man halt dann auch mal ein bisschen sich ausruhen. So, ich versuche da jetzt hochzukommen zu dem hohen Becken. Ah, hier, das sieht doch gut aus. Da ist der Rolli-Schlucker. Okay. Hier bin ich richtig. Glubschaugenrolli gefangen. Also den Rolli-Schlucker, den großen soll ich killen und die anderen soll ich fangen. Dann probieren wir das doch mal. Ob das jetzt hier alles so passt. Ich bin mal gespannt. Und beim nächsten Mal ist hier wieder Star Wars. Also auf meinem Kanal wird im Moment abwechselnd Star Wars und World of Warcraft gespielt. Und zwischendurch versuche ich jetzt auch noch Herr der Ringe Online ein paar Videos zu schneiden, damit wir da auch in der Geschichte weiterkommen. Im Moment ist Elder Scrolls noch ein bisschen auf Pause, aber da dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis da die nächsten, ja, bis da der nächste Dungeon DLC rauskommt. So, aber jetzt kümmern wir uns mal gerade um den da. Um den Rolli-Schlucker, der muss jetzt dran glauben. Super, das war es auch schon für ihn. Und jetzt versuchen wir das Ganze mit dem Angeln hier jetzt auch. Ihr seht ja, hier sind so viele Angelpunkte. Also theoretisch müsste ich die beiden, nee, die drei Glubschaugendinger hier fangen, aber puh, ich bin mal schwer gespannt. Im Moment sind es mehr Wachsfische. Ich treffe auch nie diesen Angelteich hier. Da hüpfen sie alle schön raus, aber treffen tue ich nicht. Ja, jetzt müsste es aber mal was sein. Sind auf jeden Fall genügend Punkte da, wo man diese Roddys fangen dürfte, theoretisch. Jawohl, und da haben wir den ersten. Sehr schön. Man muss richtig stehen, damit man auch trifft. Vor allen Dingen, damit man den da nicht schon wieder als Ad bekommt.
Das wollte ich jetzt nicht gegen den kämpfen die ganze Zeit. Mal ein bisschen zurück hier. Zack. So, das sieht doch schon mal gut aus. Also ein bisschen Acken. Ist zwar schwer langweilig. Oh. Aber gibt 40 Ersatzteile. Ob ich jetzt 20 Mobs klopfe oder hier ein bisschen gechillt angel. Da angel ich lieber gechillt. Und ja, ist bei dir auch alles gut, Osgiliath. Außer meine Krankheit ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ein bisschen Erkältung muss halt mal sein. Ich war zum Glück nicht irgendwo in China oder so. Also ich denke mir mal, das dürfte eine normale Erkältung sein. Ich habe aber auch bis jetzt noch nicht richtig mitbekommen, wie der andere Krankheitsverlauf wäre, da von diesem Corona oder wie das heißt. Weil, ja, ich habe schon Schweinegrippe mitgemacht, Vogelgrippe mitgemacht, Schweinepest, Kuhgrippe, Rinderwahnsinn, alles was so da war. Also Rinderwahnsinn habe ich manchmal so noch. Nee, aber irgendwie hat man schon alles mitgemacht und ja, es wird immer ein bisschen extrem in den Medien gehypt, finde ich, weil klar, die da zurückkommen, da muss man ein bisschen drauf gucken, dass sie nicht alle anstecken, aber dieses extreme Achtung, Achtung, jetzt kriegt er alle Krankheit, finde ich immer ein bisschen übertrieben aus den Medien. Darum, ich glaube, es ist normale Grippe. Die geht nämlich jetzt überall rum. Ist echt heftig, wie viele krank sind im Moment bei uns auf der Arbeit. Und auch in der Schule und im Kindergarten. Echt heftig. Aber das ist das Wetter dafür. Jetzt muss noch ein bisschen Schnee fallen, dann fällt nochmal halb Deutschland aus. Benötigt ihr Unterstützung? So, und da sind wir auch schon. Jetzt gibt's für die Glubschaugendinger 40 Ersatzteile. Bauen, testen, einsetzen. Sehr schön. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben 107, 250 muss man immer so mitrechnen. Also, nennt euer Anliegen. Es dauert noch lange, bis wir alles haben, was wir brauchen. Ich muss auch immer genau hingucken, dass ich nicht irgendwas Falsches verkaufe oder irgendwas Sinnloses verkaufe. Dass ich doch was Sinnloses auch mal verkaufe. So. Den Luftauffrischer brauche ich jetzt wirklich nicht. So, und damit haltet mich auf dem neuesten Stand. Habe ich wieder 118 Ersatzteile. Wir können uns auf den Weg machen, um die nächsten Punkte abzulaufen. Nämlich hier hinten. Ja, wir brauchen noch 2 Sterne-Mobs hier für seltene Gegner. Und das hier ist jetzt der Rostbolzenwiderstand, da müssen wir auch noch ein bisschen was erledigen. Versuche ich jetzt auch mal hier oben die mechanisierte Truhe zu bekommen. Da weiß ich gar nicht, wo es die gibt. Ich gehe einfach mal den Pfad hier lang. Ja, hier in der Höhle. Aha. Gucken wir doch mal, was da drin ist. Leere Energiezellen. Die kann man auch irgendwann aufladen, wenn man bei dem Projekt für die Energiezellen mithilft. Ja, im Getränkemarkt, diese Ampullen, ja, die, die sind ein guter Impfstoff, habe ich gehört. Genau. Braucht man noch nicht mal zum Arzt für. Der Osgiliath, genau. Ja, da gab es ja ganz lustige Bildchen. Zum Vergleich zwischen dem Bier und dieser Krankheit. Ja, aber ist halt so, Corona heißt halt Krone und das Bier ist irgendwie von der spanischen Krone und der Virus hat halt eine Krone drumherum und die Sonne hat auch eine Corona, soweit ich das weiß, dieses, was um die Sonne drum ist, irgendwie. Von daher, ja, Corona wird oft benutzt, aber im Moment ist da so ein lustiger Witz immer mit dem Bier zu vergleichen. So, und jetzt holen wir uns immer mehr Truhen hier. Da ist wieder eine. Wie sieht's denn mit dem Raid aus? Heiler sind komplett. 2 Tanks fehlen. Alles ist komplett.
würden es doch noch ein paar Tanks in dem Spiel geben, würde man auch jetzt zum nächsten Raid können, nach Nasjatar. Das wäre super. Dann wäre ich kurz davor, Königin Azara zu besiegen. Das ist dann ja so der vorletzte Endgame-Gegner. Aber die Tanks, die machen es aus. Die sind mittlerweile schon alle wieder deabonniert, wie es aussieht. Battle for Azeroth ist schon lange raus. Tanks sind alle schon wieder zu Elder Scrolls oder so irgendwo hin. Nicht mal einer. Oh, ich kriege immer nur leere Energiezellen. Das nervt so an. So. Wie viele 126 Ersatzteile haben wir? So, jetzt gucke ich doch mal hier gerade wegen dem Gerät hier. Den müsste ich auch mal erledigen irgendwann. Ich habe keine Goliath-Zelle, die brauche ich. Damit ich den bereit für die Piste verändern kann. Und immer schön Vollgas geben, Baby. Oder starten kann. So. Ja, also wie ihr seht, hier kann ich jetzt gerade nicht viel machen. Das ist so eigentlich die Aufladestation. Ich gehe jetzt mal hier hin. Es sind im Moment echt wenig Sterne-Mobs unterwegs. Truhen sind zwar welche da, aber was hilft mir so ein... Na komm. Ich brauche Ersatzteile. Dann gehen wir da jetzt auch mal hin. Erwarte euren Input. So, jetzt Ölbehälter, dann kriegen wir wieder ein paar Ersatzteile mehr. Also das hier ist jetzt alles nur Zeitvertreib für bis zum Raid, ne? Eigentlich warte ich auf den Raid. So, jetzt machen wir ein bisschen Öl aufsammeln. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Thema geht mit diesem Virus. Ich meine, ist das im Sommer vorbei oder bleibt das jetzt das ganze Jahr oder ist das jetzt nur was für einen Monat und dann ist die größte Welle erstmal weg. Also, das finde ich ja schon ganz interessant, wie sich sowas dann auch erledigt, weil auch die Vogelgrippe oder die oder der Rinderwahnsinn oder so, das hat sich ja auch irgendwann mal dann erledigt gehabt. Aber wann stellt es sich ein? Wann sind genug infiziert? Wann werden keine mehr angesteckt? Wie läuft das da in der Richtung? Das finde ich mal ganz interessant zu wissen. Oder wird es sich viel mehr ausbreiten? Kann man es gar nicht mehr aufhalten irgendwann? Naja, im Moment haben wir ja das Glück, dass wir doch relativ weit weg von dieser Region sind und nur die Fluggäste da meistens das mitbringen. Aber sind ja auch schon Schiffe aufgehalten worden, also das geht ja schneller rum, als man denkt. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Es ist nie zu spät, sich weiterzuentwickeln. 176, das ist doch schon mal eine schöne Summe hier. Jetzt haben wir doch schon mal ein paar und jetzt gehen wir mal hier zurück. Ich suche immer Sterne-Mobs, ne? Also der Gorilla-Bot, den muss ich aufladen mit so einer Energiezelle. Aber alle anderen, die jetzt hier als Stern kommen würden, würde ich auch mitnehmen. Aber da sind gerade nicht so viele. So, und dann sind wir auch wieder beim Rostbolzenwiderstand. Jetzt muss ich hier nur den Eingang finden. So. Erklärt eure Absichten. Schnappt euch alles. Hier sind 20 Teile. Kriegen wir auch wieder 20 Ersatzteile für. Sehr schön. Lade Benutzerdaten. So, und er hier kann mir jetzt ein paar Sachen bauen. Ihr seht das hier, ne? Der kann also Kisten mit Ersatzteilen bauen.
Das kostet dann diese 250, von denen ich die ganze Zeit rede. Dann kann der aber auch hier so ein Taschengeschütz bauen oder L-Ritzen in Dosen. Ja, aber eigentlich finde ich das hier ganz interessant, diese Mechano-Katze als Reittier. Aber 8 Kisten bedeutet 8 mal 250 hiervon. Ne? Also huiui, kann ich dazu nur sagen. Ne? Das sind dann 2000 Ersatzteile, die ich mir erstmal zusammensammeln muss. Das wird ganz schön anstrengend werden, glaube ich. Aber generell brauchen wir auch noch so was, weil ich möchte hier von den Ruf-Items mir was holen. Moment, zack. Inventar wird abgerufen. Nämlich hier das Titanenprotokoll. Ja, dafür brauche ich 2 Kisten und ein galvanischer Oszillator. Den Oszillator habe ich hier, aber die Kisten, die sind noch ein Problem. Immer wenn ich sage Kauf, dann sagt er, mir fehlen noch benötigte Gegenstände. Und das heißt weiterhin Ersatzteile sammeln. Immer mehr Ersatzteile sammeln. Geschäft abgeschlossen. So, dafür muss ich jetzt einfach mal gucken, was denn hier noch für Tagesquests sind. Noch immer kein Tank. 5 Heiler, 18 Damage Dealer, kein Tank. Der Raid könnte so schön losgehen. So, das Zeug will ich mal verkaufen. Was hat er hier? Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Verprügler rot, orange und grau. Nicht okay. Alles im Ozean. Der gibt dann mal wieder Ersatzteile. Und hier verkaufe ich jetzt mal ein bisschen wieder was. Wie schnell man wieder irgendeinen Schrott aufgehoben hat, das ist echt heftig. Ja, das andere muss ich mal in Ruhe irgendwann wegräumen. Die brauche ich eigentlich nicht, die Lochgachte. Und was ist das hier? Überdruckventil. Ja. Brauche ich jetzt gerade auch nicht. So, jetzt erstmal wieder sortieren. Zack. Schönen Tag noch. Und da haben wir die nächste Quest. Braucht ihr ein Tuning? Der richtige Bot für den Job. Hier wird nichts verschwendet. Jeder besiegte Bot bekommt eine zweite Chance. Wenn ihr diese Mecherspinne reparieren soll, diese dort, werde ich ein paar zusätzliche Schraubbots benötigen, die mit mir zusammenarbeiten. Benutzt meine Bot-Neuauflader bei 3 inaktiven Repetierschraubbots und bringt sie mir, damit sie für mich arbeiten können. So, das ist dann hier so ein Reittier, ne? Und dafür muss ich Schraubbots holen. Weiter funkeln. So, was hat er noch? Seid ihr hier, um mit der alten Nola zu sprechen? Auch wieder 20 Ersatzteile. Bot-Neuauflader von Recycle Rims erhalten. Startet die Motoren! Haltet den Motor am Laufen! Okay. Jetzt muss ich nur verstehen, was ich genau damit machen muss. Naja, das muss ich mir nochmal gucken. Schreiben Fragment. So. Also, ihr seht, wir müssen hier sind ganz viele Orte, ne? Defekte Datenscheiben holen, Textsammler, Prügler grau-rot und so weiter. Und was ich noch nicht verstanden habe, ist Repetierschraubbots zu Recycler Rims gebracht. Repetierschraubbots. Wo sollen die denn sein? Die sind hier irgendwo hier irgendwie. Belebt bis zu 3 tote Bots in der Nähe wieder, sodass sie. Ja. Wie sehen denn tote Bots aus? Heieiei. Da hinten ist einer. Ah, da ist auch einer. Jawohl. So, einen haben wir schon wieder. Jetzt müssten wir davon noch 2 finden. Aber ich kann ja auch 3 gleichzeitig mitnehmen.
So, 2 von 3 und noch immer kein Tank in Sicht für den Raid. Azara wäre schon so lange tot, aber sie hat Glück. Die Tanks haben Urlaub, sind alle wegen Grippenwelle verhindert. Nee. Die müssten mal mehr gegen ihre Immunschwäche nehmen. So, 3 Stück, da haben wir sie. Und jetzt auf zu Worms. Kriegen wir jetzt schon die Mecherspinne? Das wäre geil, oder? Ups, sorry. Voll gegengelaufen. Okay, versuchen wir es nochmal. Die 3 sind da. Er ist glücklich. Diese Bots werden rund um die Uhr daran arbeiten, dieses Reittier wieder auf Vordermann zu bringen. 165 Ruf. Ihr könnt mich bei Bedarf jederzeit um den Bot-Neuauflader bitten. Ja. Ihr verdient ein schönes Reittier wie dieses Garion. Ja, erstmal geht's weiter. Ne, die sind das jetzt weiter am Bauen, dieses Reittier. Das ist so eine ja fast tägliche Quest schon. Ne, also heute kann ich da jetzt erstmal nicht mehr weitermachen. Und da ist ein seltener Gegner, den brauche ich. Weniger war nicht ein Oszillator. Sehr schön, eine Kettenzündungsspule, die ist auch viel wert. Plus dann halt den seltenen Gegner hier gemacht. So, dafür braucht man für die Quest mit den Datenscheiben. Also eigentlich hat man immer was zu tun. Ja, ihr seht das hier, hier gibt es was für Alchemie, hier gibt es eine Truhe. Man kann hier richtig viel Zeit verbringen. Und kriegt trotzdem Ersatzteile und so weiter. Also auch in Nasjatar kann man diese Zeit verbringen für Mana-Perlen. Also beides geht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. So, da oben müssen wir, ja, könnten wir das Flammengeschütz aufladen, muss man aber nicht. Das ist zwar eine Errungenschaft, das einmal aufzuladen, aber öfter braucht man das nicht unbedingt. So, noch immer nicht die Scheibe gefunden. Müssen wir nochmal genau hingucken, wo die Scheibe denn jetzt ist. Irgendwo muss sie da drin sein, die defekte Scheibe. Vielleicht bei dem. Und Osgiliath sagt, das WoW ist echt komplexes Spiel, gerade mal einen Monat, und muss sagen, ich komme vor lauter Quest nicht hinterher. Ja.
das muss man schon sagen. Also Quests haben sie hier massenweise. Viele davon sind nicht so wirklich wichtig. Aber wenn man sich an die Story-Quests hält, dann ist eigentlich doch ganz schön viel was zu erleben. In den Gebieten gibt es ja immer diese Kapitel-Quests. Jedenfalls am Anfang vom Spiel. Da kann man schon was erleben, ja. Sonst wäre es ja auch langweilig, ich meine. Damit ist WoW groß geworden, die Gebiete kennenzulernen. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Darum haben ja so viele Classic gerne gespielt, dass sie jetzt echt nochmal einen neuen Charakter aufbauen können. Und ich konnte damit ja eigentlich gar nichts anfangen. Was will ich die uralten Raids nochmal machen, mir nochmal einen uralten Charakter bauen? Aber viele haben da Spaß dran. Aber ich habe noch so viele Raids im Endgame zu spielen und so viele Klassen mal hoch zu leveln, dass ich gar keine Zeit habe, diese Classic-Version zu spielen von WoW. Das brauche ich nicht unbedingt. So, mein Problem ist aber jetzt wirklich, ich finde diese Scheibe nicht. Da ist ein Sternmob wieder. Der letzte, den ich brauche für heute. Da gehen wir jetzt mal hin. Da oben läuft er. Der Schrottkönig. Wie viel der aushält, ist ja echt heftig. Also, wie viele Leute jetzt hier gerade draufklopfen und trotzdem lebt er noch. Faszinierend. Jetzt geh doch endlich in die Knie, Junge. Und dann dürften wir es eigentlich haben mit den seltenen Gegnern. Ach nein, jetzt. Auch noch der drauf saß. Oh mein Gott. Diese Atempause ist uns sehr willkommen. So, der Heiler ist leider aus dem Raid raus. Einer von den fünf. Jetzt fehlt auch noch ein Heiler zusätzlich. Es ist echt schwierig, über den Schlagzeugbrowser dann doch ein Raid zu kriegen im Moment. Das ging mal besser, muss ich sagen. Aber vielleicht ist Asara dann doch schon wieder zu alt, der Raid. Aber ich muss auch noch die anderen machen, also es gibt ja noch mehr als die. Also ich habe auch zum Beispiel hier die ganzen Hallen der Quarantäne noch nicht, Uldir. Ja, ich habe nur Schlacht von Drasalor, aber da auch nur die ersten beiden, macht der Allianz, habe ich auch noch nicht. Also Tiegel der Stürme habe ich noch nicht. Also
Ich muss echt noch viele Raids machen, aber an dem einen hier hänge ich jetzt halt erstmal in der Warteschlange. Mir ist er ganz resettet, wie es aussieht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber wir kommen trotzdem weiter. Wir brauchen hier die Ersatzteile für unser Herz von Azeroth. Wir brauchen ja nachher auch die Mana-Perlen für unsere bentische Rüstung für 410. Also noch ist nicht alle Abend, ne, wir nennen sich alle Hoffnung verloren. So wollte ich sagen. Okay, jetzt haben wir wie viel? 250 Ersatzteile. Jetzt könnte ich also wieder so eine Kiste bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Kiste hier irgendwo drin habe. Theoretisch brauche ich noch mehr Ersatzteile, weil ich brauche ja zwei Kisten für diese. Ich bin außer Reichweite. Für diese Fähigkeit für das Herz von Azeroth. Dass diese Scheibe nirgendwo droppt, finde ich sehr bedenklich. Es ging vorerst mal beim zweiten oder dritten Mob. Jetzt bin ich ja schon beim sechsten oder siebten Mob. Ach, schon viel mehr. Ich glaube, ich bin schon beim 15., 16. Mob. Und die Scheibe droppt nicht. Sie will ich nicht. Habe kein Ziel. Das gibt's gar nicht. Ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, dass so lange kein Gegenstand hier kommt von der Quest. Was muss ich denn da machen? Liefert die fehlerhafte im Moment. Bitte helft bei der Bergung der Scheibenfragmente, die durch Mechagons Müllsystem entsorgt wurden. Eigentlich müsste ich schon lange haben.